Es geht und es ist nötig. Landwirtschaft ohne Tiere, statt Massentierhaltung und Megastellen, also Bauernhöfe, die komplett tierfrei sind. Erste Projekte zeigen jetzt tatsächlich Erfolg. Wie das funktioniert und ob das tatsächlich eine Lösung für eine gesunde und zukunftsfähige Ernährung ist, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Massentierhaltung mit Megastellen, Tiertransporten und oft unkontrollierter Antibiotikavergabe hat nichts mit dem Bauernhof-Idyll zu tun, das manche vielleicht noch so im Kopf haben. Von wegen glückliche Kühe und einer großen grünen Wiese und Hühnern, die im Dreck scharren und mal eben nach Lust und Laune ein Ei legen. Stattdessen Masthähnchen, die zu Zehntausenden in großen Hallen gestopft werden, Schweine, die in ihrem ganzen Leben kein Tageslicht gesehen haben und Kühe mit entzündeten Eutern, allesamt vollgestopft mit Antibiotika. So schreibt die Heinrich-Böll-Stiftung in ihrem Fleischatlas von 2016, Zitat: Die Massentierhaltung auf engstem Raum wirkt sich negativ auf die Tiere, aber auch auf die Umwelt aus. So tragen gewaltige Mengen an Gülle und der Ammoniakausstoß der Anlagen dazu bei, Böden, Biotope, Grundwasser, Seen, Flüsse und Küstengewässer permanent mit Nitrat zu überdüngen. Die Landwirtschaft ist wirklich zu einem großen Umweltverschmutzer geworden und das ist wirklich pervers. Schlimm genug, doch das Ganze hat zudem auch noch weitreichende Folgen für das Klima und auch für uns, die Verbraucher. Die Organisation Foodwatch hat dazu einige Studien analysiert und das Ergebnis ist schlimm. Jedes vierte tierische Produkt stammt von einem kranken Tier und das sind dann am Ende natürlich Produkte, die für uns nicht gesund sind. Doch die Massentierhaltung ist ein riesiges Geschäft. Um bei der Produktion für den weltweiten Export mithalten zu können, haben sich die meisten Landwirte inzwischen auf eine einzige Tierart spezialisiert. Einige wenige Betriebe wachsen rasant, während im letzten Jahrzehnt viele Bauernhöfe die Tierhaltung aufgegeben haben. Das Paradoxe daran, nach Rechnung der Heinrich-Böll-Stiftung hat die bundesweite Fleischproduktion dennoch um etwa die Hälfte zugenommen. Trotzdem steigt auch der Anteil der Vegetarier in Deutschland. Laut der Statista GmbH gibt es im Jahr 2017 in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 5,7 Millionen Personen, die sich selbst als Vegetarier bezeichnen würden, beziehungsweise Personen, die weitgehend auf Fleisch verzichten. 2013 waren es noch 5,3 Millionen Menschen. Die Interessenvertretung für Vegetarier und Veganer, WEBO, geht sogar von rund 8 Millionen Vegetariern in Deutschland aus. Das sind etwa 10% der Bevölkerung. Laut einer Befragung eines Marktforschungsinstitutes ernähren sich aktuell 1,3 Millionen Menschen rein pflanzlich, also vegan. Und das kommt natürlich dem Tierschutz zugute. Doch was viele nicht wissen, auch der Obst-, Gemüse- und Getreideanbau ist eng mit der Tierwirtschaft verknüpft. Denn Nährstoffe wie Phosphor oder Stickstoff werden dem Boden nach der Ernte nicht nur in Form von Mist oder Dung wieder zugeführt. Auch Abfallprodukte aus der Tierhaltung wie Blut oder Knochenmehl werden als organischer Zusatzdünger eingesetzt. Selbst einige Bioverbände erlauben das. Denn was viele nicht wissen, die Zertifizierung vegan oder vegetarisch bezieht sich nicht auf die Produktion, sondern auf das Lebensmittelrecht. Das ist schon ziemlich perfide. Da essen wir vegane Produkte, doch die ernähren sich von tierischen Produkten. Igitt. Doch im Gegensatz zu Landwirtschaftsverbänden gibt es mittlerweile einige Landwirte, die ihre Arbeit komplett wie bio-vegan betreiben. Sie nutzen keine Tiere oder tierische Produkte und konzentrieren sich voll und ganz auf den Pflanzenanbau. Hier reihen sich Kartoffeln an Salate und Kohl. Statt Kühen und Schwein gibt es hier nur noch Gemüsefelder, die auch ohne tierischen Dünger auskommen. Dass diese Idee funktionieren kann, zeigen mittlerweile rund 80 kleinbäuerliche Betriebe in Griechenland, die ihre Produkte mittlerweile nach ganz Europa exportieren. Ackerwirtschaft und Viehwirtschaft werden hier traditionell getrennt betrieben und so wissen die Bauern bereits seit Generationen, wie Landwirtschaft ohne Tiere funktioniert. In Deutschland wurde vor kurzem der biozyklisch-vegane Verein gegründet, wo unter anderem Landwirte aus der Pfalz organisiert sind, die auf vegane Art und Weise Gemüse und Obst produzieren. Der Verein hat sich den Ausbau dieser Idee in ganz Deutschland auf die Fahne geschrieben. Auf der Webseite fordert er eine kreislauforientierte, vegan ausgerichtete Form des ökologischen Landbaus durch Einführung der biozyklisch-veganen Prinzipien in allen Bereichen der Land- und Ernährungswirtschaft. Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Tierethik, Gesundheit und Welternährung ohne Rückgriff auf die landwirtschaftliche Tierhaltung haben dabei besondere Bedeutung.
Zitat Ende. Die Albert-Schweitzer-Stiftung sieht genau dies als einen Lösungsansatz, um auf ethische Art und Weise einige unserer Ernährungs- und Agrarprobleme zu lösen. Denn man darf nicht vergessen, für die Produktion von Fleisch müssen Unmengen mehr an Pflanzen angebaut werden, als wenn wir sie direkt essen würden. Zurück zur bio-veganen Landwirtschaft, die es in Deutschland bereits vereinzelt gibt. Hier werden pro Hof durchaus 30 bis 40 verschiedene Sorten Gemüse angebaut. Teilstücke der Felder wachsen wild und bieten Schutz und Nahrung für Nützlinge wie Bienen oder Schmetterlinge. So entsteht ein natürliches Gleichgewicht. Zudem schützen sie auf natürliche Art und Weise vor Schäden durch Milben, Schnecken oder Läuse. Auf Pestizide und künstlichen Dünger dagegen wird verzichtet. Das Einzige, was an die Pflanzen kommt, ist bio-veganer Dünger wie beispielsweise kompostiertes Kleegras. Keine Frage, die Pflanzen wachsen so natürlich nicht annähernd so schnell wie die konventionell angebaut werden. Doch die meisten dieser Landwirte sehen den bio-veganen Anbau als einzige Option. Die aktuelle Agrarpolitik bezeichnen sie als verheerend für Tiere, Verbraucher und Umwelt. Und dieser schonende Anbau ist auch im Moment das einzige Mittel gegen den dramatischen Schwund an Insekten, über den wir hier des Öfteren berichtet hatten. Der gefährdet nämlich die gesamte Versorgung mit Nahrungsmitteln und damit die Existenz der Menschheit. Und fest steht auch, so viel Fleisch, wie viele von uns essen, muss aus gesundheitlichen Gründen gar nicht sein. Im Gegenteil, wenn wir uns in Deutschland an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halten würden, würde dies den bundesweiten Fleischkonsum um die Hälfte reduzieren. Es gibt Berechnungen, nach denen dadurch fast ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche freigesetzt würde. Die große Frage, könnte man die weiter wachsende Weltbevölkerung mit tierfreier Landwirtschaft vegan ernähren? Dazu der Agraringenieur Daniel Mettke, er ist Gründer des Bio-Vegan-Netzwerks in Deutschland. Zitat, die Höfe, die heute schon bio-vegan produzieren, haben aber im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Ressourcenverbrauch eine durchweg positive Bilanz aufzuweisen. Die bio-veganen Landwirte jedenfalls sind durchweg optimistisch, auch was den Minderertrag im Vergleich zu ihren konventionell arbeitenden Kollegen angeht. Denn was man nicht vergessen darf, die Tiere sind ein Zwischenglied der Nahrungskette. Produkte vom Feld gehen in der bio-veganen Landwirtschaft eben nicht den Umweg über das Tier, sondern werden direkt für die menschliche Ernährung genutzt. Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass bei der Herstellung einer tierischen Kalorie etwa 7 pflanzliche Kalorien benötigt werden und das ist an Menge nochmal mehr. Aber das hatten wir ja gerade. Es ist wirklich ein riesiger Energieverlust. Doch um bio-vegane Landwirtschaft weiter nach vorne zu bringen, braucht es viele Faktoren. Zunächst einmal eine Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen schafft und zudem auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Nur dann hat solch ein Lösungsansatz für eine zukunftsfähige, gesunde Ernährung auch eine Chance. Es ist also Zeit zum Handeln. Und das könnt ihr jetzt. Unterschreibt das Generationenmanifest, damit die Zukunft besser wird und nicht schlechter. Harald Lesch ist dabei, Melissa Lee, Annette Frier, Eckhard von Hirschhausen, ich bin dabei und so weiter und so fort. Hier ist der Link, unbedingt mitmachen, ich zähle auf euch. Und hier geht es weiter mit das große Sterben der Insekten. Das ist wirklich ziemlich dramatisch. Und ansonsten bis dann, bleibt dran.